So, hier bin ich wieder. Und es geht weiter mit Rollout 76 nach dem Intro. Viel Spaß. Gibt aber okay. So, jetzt bin ich wieder da. Nö, ich musste gerade merken, dass teilweise die Audioquellen nicht funktioniert haben im OBS. Was ist denn das hier? Der hat aber ordentlich Bums gemacht, der Kollege hier. Man die nicht wieder ab? Oh, man kann die wieder abbauen. Wie geil. So, jetzt komme ich zurück. Ich habe bemerkt, dass ich vorhin Probleme hatte mit einer Audioquelle im OBS. Schön. Sehr schön. Ja, ich habe gerade vorhin an Twitch einen Tweet rausgehauen, weil es so viele Probleme gibt momentan mit Twitch und allem drumherum. Der Frage, was da los ist. Weil irgendwie ständig, also die letzten Tage hat jeder irgendwie mal Probleme mit dem Chat oder im Stream selber oder sonst irgendwas. Okay. Ich habe dann nur mal das. Ich glaube, mir ist gerade das Spiel abgestürzt. Das Lustige, dass ich keine Kanalpunkte gekriegt hatte. Eine Zeit lang. Aber Kanal. dann, ja, ab dann ging es wieder. Ich denke, bei mir spinnt der Browser rum. Ja, da ist gerade das Spiel gestorben. Es sollte zumindest behoben sein, aber. Sollte ja. Komm ich mal dazu. Gleich vorbei. 42 Sekunden. Wenn du Glück hast, kommst du noch zum Ende. Oh, schon rausrennen, hä? Oder wie? Nee. Nee, noch nicht. 20 Sekunden noch. Wartungspersonal, melden Sie sich bitte schnellstmöglich. Oh, jetzt. Jetzt geht's raus. Achtung an das gesamte Personal. Versagen der Schachtstabilität festgestellt. Sofortige Evakuierung erforderlich. Das Versäumnis, den Bereich rechtzeitig zu verlassen, hat eine Lohnkürzung zur Folge. Lauf, Forrest, lauf! Gib mir Mühe. Weil ich nicht Forrest bin. Forrest, Forrest Gump. Ein sehr schönes Zitat. Mal zum Schluss kommen würde, verdammt noch mal. In Abbaumarken. Ja, ich muss sowieso mal gucken, wie viele Abbaumarken ich insgesamt habe. Vielleicht kann ich mir schon den
Jackpot Prize holen. Da unten wäre auch noch ein cooler Bauplatz für ein Camp. Oh Gott, ich habe ja schon fast 100 dabei. Stimmt. Hat sogar schon mal jemand gebaut gehabt. Ich glaube, dann nie wieder gespielt. Irgendwie so. Also man hat hier den Standardertrag, den ergiebigen Ertrag, den außergewöhnlichen Ertrag und den Jackpot-Ertrag. Ich spare immer so lange, bis ich den Jackpot-Ertrag habe, weil, ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist, aber beim Jackpot-Ertrag kriegt man manchmal noch einen Bauplan mit dazu. Von Dingen. Ja. Deswegen, hier Picknicktisch. Picknicktisch. Kenn ich den schon? Kann ich schon. Schade. Ups. Maximaler Ertrag hat die höchste Chance. Ah. Tüle, willst du noch Cranberry-Soße haben? Cranberry-Soße? Hast du zu viel? Ich habe 7 Stück dabei. Ich weiß aber nicht mehr lange, die halten dann. Nicht mal zu lange. Das ist übrigens auch ein Vogel, ne? Ich habe da oben schon mein Camp hingebaut gehabt. Achso. Du rennst noch weiter runter, um dein Camp zu bauen. Also dein Dings hier. Vogel. Selber Vogel. Du bist ein Vogel. Nein, du. Selber doch auf. So, dankeschön. Sind wir nicht alle ein bisschen doof? Die Soße. Ja, die Soße müsste ich eigentlich auch mal wieder herstellen, stimmt. Ja, ohne Pflanzenfress hast du jetzt weniger, aber immerhin etwas. Das macht ja nichts, ich mache sowieso immer Doppelwirkung. Also ich habe dadurch, dass ich nichts von beiden bin, habe ich immer was nehme ich immer? Brandbestienhirn und Cranberry Soße. Ah, okay. Das heißt einmal Intelligenz plus 3 plus die Cranberry Soße, die gibt bei mir 10 Bonus EP Prozent, glaube ich, soll das heißen. Mhm, ja. 10%, also 10% plus 3 Intelligenz. Und dann nochmal, ich weiß aber nicht, ob das stackt, das müsste ich eigentlich mal gucken. Ob das stacken möglich ist. Bären-Mantids, auch nochmal 5 Intelligenz. Ich glaube, das lässt sich stacken, weil das hier ein Hilfsmittel ist und das andere ist ein Essen und Trinken. Irgendwie so war das. So. Dann ist ja nichts weiter erstmal. Dann kann ich ja mal die Hauptquests weitermachen, damit ich dem Bunker ein bisschen näher komme. Damit der Secret Service. Jetzt muss ich Lou in seinem Zimmer finden. Wobei das war ja, warte mal. Was ist das hier machen? Das war das ja. Ich krieg ja auch eine Anzeige, wenn ich mich entscheiden muss, ne? Oder? Zwischen beiden Fraktionen, oder wie?
Ja. Ich glaube ja, du wärst gefragt. Schon lange her. War ich einfach so weit, bis ich gefragt werde. Mal kurz Gold holen, auch sehr wichtig. Nicht vergessen. Traitor, ja. Tja, Lou ist nicht in seinem Zimmer. Alle Kisten sind leer. Alles ist ausgeräumt, ausgeräubert. Lou's Abschiedsbrief. Weg. Für immer. Werd nicht neugierig und such mich. Ich werde dir keinen unschönen Anblick mehr bieten. Ich habe Fischer schon gesagt, dass er meine ganzen Sachen haben kann. Die anderen könnt euch um die Reste streiten. Ach, das war doch der sich in die Luft sprengen wollte, oder? Ich glaube, ja. Der Lust. Soll ich ihm auf dein Blutpäckchen hauen? Dann bist du voll mit Blut. Scanne. Fehler. Benutzerdaten nicht gefunden. Aktiviere Sicherheitssystem Alpha. Warten Sie auf die Sicherheitsinspektion. Okay. Dann mache ich das mit dem Blut doch nicht. Fischers Terminal. Ich muss auch noch knacken oder was? Oh nein, das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Was gibt dir den Trick, wenn man hier so ein Ding sie findet, dass dann was gelöscht wird? Gelöst. Hier sowas. Und hier Klammern oder Pfeile oder sonst irgendwas, wenn man das findet, dann wird entweder werden dann die Versuche zurückgesetzt oder es wird was gelöscht. Deswegen mache ich immer ein paar Versuche. Also rein theoretisch könnte man es auch anders machen, so wie es gedacht war. Sicherheitsvorfall im Wohnsektor. Ja, danke. Jetzt wird es hier gebracht. Okay, Paradies hast du wahrscheinlich nicht so Bock, ne? Ich bin gerade in Charlie drin. So, so. So, so. Und wenn das alles nicht klappt hier, dann lasse ich einfach einen Versuch übrig, geh raus, geh dann nochmal rein und dann beginnt alles von vorne. Aber irgendwie ist es ja cringe, weil da... Ausschwärmen, Leute! Ich will diesen Ort hier durchkämmt haben! Sicherheitsteams zum Sektor Alpha. Das ist cringe. Feindliches Ziel identifiziert. Ich werde das einzeln durchtippern, ne? Beginne, oh, danke. Bereit, gesichert. Ah, Versuche zurückgesetzt. Jetzt kann ich gucken, wo war ich zuletzt? Bei Challenging. Was ist das hier? Ich habe hier eine persönliche Nachricht. Nicht geholfen. Montiere Verstärkungen. Man kann natürlich auch das Spiel so lang machen, also man kann es so machen. Immer die ersten rein, wenn es Vorschlag sind. Geh mal raus, dann gehen wir wieder rein. Das Problem ist nämlich, wenn man alle Versuche aufbraucht, dann braucht man irgendwie Cooldown oder so. Sicherheitsvorfall beigelegt. Kampfbereitschaft aufgehoben. Willkommen, General. Scanne. Schlüsselkarte erkannt. Begeben Sie sich mit Ihrer Atomraketenschlüsselkarte und dem Startcode zum Kontrollraum, um den Start einzuleiten. Du lernst gleich die US Army kennen! Warnung. Warnung. Reaktorleck festgestellt. Sicherheitsabsperrung eingeleitet.
Schotttüren wurden zur Eindämmung der Kontamination verriegelt. Technikerteam, bitte nicht zur Reaktorkontrollstation und Reparaturen einzuleiten. Wahrscheinlichkeit ist aber beim Dreierschlag halt relativ schwierig. Überbrücke Sicherheitsabriegelung. Öffne Schotttüren. Bitte halten Sie die Türen frei. Mac erfährt, dass ich ihn habe gehen lassen oder weiß, wer er ist, macht sie mich einen Kopf kürzer. Ich sollte am besten eine Möglichkeit finden, bevor jemand erzählt, dass sie weg war. Integrität bei 25%. Aha. Telefischer zur Rede. Fischer? Zentralrechnerintegrität beeinträchtigt. Beende Sicherheitsprotokoll. Technikerteam, melden Sie sich für umgehende Reparaturen in der Betriebszentrale. Neu hier, ich will dich nur kennenlernen. Bitte. Und weißt du, was wahrscheinlich? Stärke 8. Wir nehmen auf die harte Tour mit wesentlich mehr Schlägen. Doch. Bitte treten Sie vor. Jetzt und gehst geben du mir Sie aber langsam wirklich auf den Sack. Rechtschaffende Bürger haben mich. Schauen Sie vielleicht. Sie können sich vor mir verstecken. Auf keinen Fall hat er so viel Glück, wie du sagst. Warnung. Warnung. Nicht autorisierte Änderungen am Zentralrechner der Anlage entdeckt. Sicherheitsteams zum Lagerbereich. Ich wiederhole. Sicherheitsteams zum Lagerbereich. Sicherheitsvorfall im Lagerbereich. Greife Feind an. Okay.
Das ist toll, aber ich weiß immer noch nicht, wohin ich geben muss. Ich bin nicht diese Datenleserin. Ich weiß nicht, wohin ich geben muss. Dein wertloser Hintern gehört mir! Klar, dann gehe ich mal zu der. Sicherheitsteams zum Sektor Delta. Ein Stück. Weiß der irgendwas? Sicherheitsvorfall beigelegt. Kampfbereitschaft aufgehoben. Achso, ich wollte ja noch. Gerade hier drin. Nach der Queen mache ich dann Schluss für heute. Irgendwie ist heute gar nicht mein Tag. Okay. Kein Problem. Der Händler ist ja gar nicht mehr da. Der Händler. Ist der weg? Ist der Roboter meine? Welcher? Der das Zeug für die Rainer verkauft. Kontrollraum aktiv. Alle Stationen, bitte warten. Nö, dann müsste da drin stehen. Startkontrollterminal, um die Startvorbereitungssequenz einzuleiten. Jetzt gehst du mir aber langsam. Scanner wirklich. Nach auf den hier schon nochmal gucken. Wenn du im Hauptgebäude reingehst, links müsste der stellen. Ja, da steht gerade Fischer. Ah, okay. Jetzt wird gerade eine Quest behindert irgendwie. Jetzt wird von einer Quest behindert. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatzbereich. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenden Bürgern wird kein Leid geschehen. Startvorbereitungssequenz eingeleitet. Oh, ich kann ihm was andrehen. An das gesamte Personal auf Ihre Stationen. Schlingerpreise. An das gesamte Personal auf Ihre Stationen. Versammle Startkontrollleiter. Startkontrollleiter aktiv. Weiter zur Station. Nicht genehmigter Start wird durchgeführt. Sicherheitsteams zum Kontrollraum. Sicherheitsteams zum Kontrollraum. Sicherheitsteams zum Kontrollraum. Spielst du Spielchen mit mir, verdammt doch mal! Qualitätswahn, Alter, bist du ein Raider, du. Komischer Typ. Komischer Typ. Triff Fischers Freundin. Mit größeren Kreis hätten sie jetzt nicht machen können, oder? Naja, gehen wir mal gucken. Komm, Chat, wir machen wieder einen Ausflug. Telemetrieleiter aktiv. Antriebsleiter aktiv. Ja. Seit wann ziehen sich Raider um? What the fuck? Wiederhergestellt sein. Stellen nun zusätzliche Sicherheitseinheiten her. Okay.
Klamotten. Oh Gott. Ich hab den Supermutant schon gesehen. Ich hab ihn schon gesehen. Wie weit bist du da mit der Hauptquest, dass du da in die Dinge rein kannst, in die Raketensilos? Das kommt erst relativ zum Schluss, ne? Ja, das ist ja die. Ja, das ist ja die Questreihe von der nervigen Roboter-Tussi da. Ja. Anders gesagt, der Personal. Rose. Lenkungsleiter. Was gerade sagen? Zielsystemleiter. Aktiv. Ich weiß nicht. Muss ich auch mal weitermachen. Ich mit Rose. Tolle Taktiken habe ich. Bereit, gesichert. Dieser Bereich. Ich muss mit Rose und Papa so weit sprechen, sie möchte, dass ich nochmal was für sie erledige. Also müssen wir was für sie tun. Könnte sein, dass die letzte Aufgabe ist, keine Ahnung. Die ganze Weile her, dass ich da was gemacht habe. Sollte ich aber vielleicht mal tun. Das ist richtig. Sicherheitsvorfall im Kontrollraum gemeldet. Startvorbereitung bei 50%. Jetzt eine Gefechtszone. Es drohen Verletzungen, die es nicht zu erkennen. Wenn Eindringlinge im Gebiet bleiben, töten. Dieser Hinweis ist gesetzlich vorgeschrieben. Schnell. Telemetrieleiter zerstört. Die Werbung aufgehalten, Chat. Ich hab die Werbung Fortschritt der Startvorbereitung verlangsamt. Dann greife ich mal meinen Stern. Und dann mach ich die Zähne mit Pause. Ja, ich bin gleich mit der Rakete bereit. Ja, macht sie was aus, wenn wir das nach den 10 Minuten machen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. 75%. Ich glaube 10 oder 15 Minuten. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich meine, bis dann alles für die Cards war da drin, meine ich. Achso, das ist genug. Also eine halbe Stunde oder so? Ja, ich glaube eben nicht. Telemetrieleiter aktiv. Hm. Naja, dann mach's. Und ich mach trotzdem. Rechtschaffene Bürger sollten den bereit. Ja gut, jetzt kann ich starten. Startvorbereitung abgeschlossen. Sollten wir vielleicht noch schaffen. Warte auf abschließende Autorisierung. Naja, aber ich muss ja jetzt die Pause machen. Zugang gewährt. Also, okay. Aber ich könnte mich natürlich auch da unten irgendwo hinstellen. Und dann zumindest noch die... Die Belohnung dafür abgreifen. Oder? Ja. Gucken, ob das geht. Ja, wenn du dich auf ein Zelt stellst, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein, außer dich killt jemand. Schau. Oder halt auf einen Haag oder so. Also ich bleibe auf jeden Fall einfach in deiner Nähe, falls du umfällst, dann stelle ich dich halt wieder auf die Beine. Ich mache folgendes, ich setze mich hier in den Bunker und mache die beiden Türen zu. Das sollte eigentlich gehen, oder? Gute Frage, ich glaube, die können die öffnen, oder? Ja, dann finden wir das raus. Macht nicht den Schaden von der Queen. Na ja, gut. Dann mache ich jetzt Pause. Bis okay. Gleich. Bis gleich. Ja, wie schon erwähnt, nach der Queen mache ich dann Feierabend. Ich sollte mein Zelt noch irgendwo hinstellen. Ich habe kaum geschlafen die Nacht. Also kaum, unruhig, sagen wir es mal so.
muss noch etwas einkaufen gehen. Aber die Queen killen wir noch. Ja, jetzt muss ich halt Tilos Lebensbalken im Auge behalten, falls er dann stirbt. Damit ich ihn gleich wiederbeleben kann. Ich werde das halt hin.
Okay, eine Sache machen wir noch. Ist mir gerade so eingefallen, das könnte ich noch machen kurz. So, und zwar habe ich die hier. Ja, okay. Ist jetzt nicht gerade das Beste. Ah, ein paar Kronkorken krieg ich sicher. Mal sehen. WB. Alles aufgefüllt. Dankeschön. Und bereit fürs Geschäft. Es gab übrigens eine wichtige Erkenntnis dabei, ne? Und die wäre? Ich wurde letztens genau so belohnt, wie ich jetzt belohnt wurde. Und anscheinend haben sie es jetzt so eingestellt, dass man quasi als nicht aktiv Mitmacher nicht mehr so gute Belohnung kriegt. So, ja. Na gut, die Flugs hast du wahrscheinlich keine bekommen, nehme ich an. Ne, gar keine. Ja, wir hatten letztens eben auch einen, der ging AFK. Normal, das sind das ja, ich glaube, 10 Minuten. Jetzt hat er sich aber eben so hingestellt, dass er permanent von einem NPC beschossen wurde, dass er nicht rausgeflogen ist, irgendwie so. Und als ich dann hingegangen bin und den NPC gekillt habe, war es vorbei. Interessant. So, machen wir mal das Low-Bob-Rad. Okay, Google. Erzähl mir einen Witz. Nicht entscheiden, vielleicht der hier. Der Friseur sagt, dein Haar wird langsam grau.
darauf sein Kunde. Kein Wunder bei deinem Arbeitstempo. Okay, wieso hört man das auch im Discord? Echt cool, Ben. Wo ist die Wassermelonenbelohnung hin? Habe ich ausgemacht. Die habe ich ausgemacht. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich muss mal sicher eine Pause machen. Halt klar. Dann danke fürs Mitspielen und bis später oder die Tage oder so. Ja, morgen hast du ja frei, oder? Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht mache ich auch weiter, weiß ich noch nicht. Okay. Lass mal gucken. Alles klar. Gut. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn Sie mit Ihrem Geschenk unzufrieden sind, diese Einheit. Ich kann mir keinen Ort vorstellen, an dem ich lieber wäre. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an die nächste. So, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Wann ihr immer das Video seht, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, weil ich das nächste Mal spiele, sicher. Zum Update auf jeden Fall. Also. Jetzt muss ich auf. Ja. Ich warte jetzt noch auf den. Müsst ihr euch nicht antun. Tschüss.